Anerkennung von Typografie als Bestandteil von Wissensvermittlung zu agieren. Und mir ist einfach aufgefallen in der Diskussion um das Thema Barrierefreiheit, dass ja eigentlich kaum Typografen zu Wort kommen. Was auch Eingang findet in dem Buch, ist einfach die Möglichkeit, dass endlich Sprachwissenschaftler und Typografen, aber auch die Fachdidaktiker in einem Boot sitzen und zusammen auf diese Problematik gucken. Unsere Profession einzubinden in Entscheidungen, die eben visuelle Umsetzung beinhalten. Es ist etwas anderes, als wenn ich einen Wegweiser gestalten muss oder wenn ich ein Leitsystem habe oder ein Buch oder ein Magazin. Und die Besonderheiten vielleicht in kleine typografische Details zu legen. Und insofern richtet sich das an Politik, Behörden und Unternehmen. Ganz wichtig, die Schulbuchszene, die geht eben von den Buchverlagen, auch von den digitalen Bereichen, bis eben auch zu den Ministerien. Also es gibt so viele Disziplinen, die sich mit Typografie auseinandersetzen, außerhalb der Typografie, witzigerweise. Ja. Und das ist nun endlich das Buch, was jetzt so diesen Standpunkt mal endlich klar macht und den Typografen hilft, sich da in der Richtung auch mal zu positionieren.